Auf Palau gibt es einige der schönsten Tauchplätze der ganzen Welt. Neben mir ist die Judith von Sam Tours. Judith, du hast mir eben von einem neuen Familienprogramm berichtet. Wie sieht das aus? Genau, das ist das Kids Sea Camp. Das findet dieses Jahr zum dritten Mal auf Palau bei Sam's Tours statt. Dieses Jahr ist aber neu, dass es im August stattfindet, so dass es auch für europäische Familien interessant ist, das in den Sommerferien einzuplanen. Das ist ein ganz tolles Programm. Die Kinder machen je nach Altersstufe den Bubble Maker, Sassy oder den Junior Open Water Diver. Die Eltern gehen mit den anderen Eltern tauchen. Abends trifft man sich. Die Kinder lernen wahnsinnig viel über das Meer und die Riffe, stellen fest, dass Fischstäbchen nicht aus der Kühltheke kommen, sondern dass es mal ein lebendiger Fisch am Riff war. Und es ist ein ganz tolles Familienprogramm. Das ist wirklich ein tolles Programm. Was gibt es sonst noch für Neuigkeiten? Ja, man hört ja immer wieder, dass die Airlines mehr und mehr für das Tauchgepäck bezahlen und die Regelung geht dahin, dass nur noch 10 Kilogramm mitgenommen werden können. Die Tauchtasche alleine wiegt schon fast 4 Kilo, da bleibt nicht viel für die Tarierweste und den Lungenautomaten über. Deswegen haben wir ein Messe-Special. Wer zwischen Mai und September bei uns taucht, bekommt von uns die Leihausrüstung gratis. Wir tauschen jedes Jahr einmal im Jahr die Leihausrüstung auf der Basis aus, arbeiten mit Maris, Aqualung und Scuba Pro, also auch sehr standardisierte Ausrüstungen, die es bei uns gibt. Und dann kommt man einfach nur mit dem ganz normalen T-Shirt und Shorts auf die Insel und hat einen ganz entspannten Urlaub bei uns. Das ist echt ein toller Service. Wie lange dauert denn die Anreise nach Palau? Es gibt zwei Flugverbindungen, einmal über Manila und dann weiter mit Continental Airlines. Die schnellste und günstigste Verbindung ist im Moment mit der China Airlines über Taiwan. Da fliegt man 12 Stunden nach Taiwan, dann 4 Stunden weiter nach Palau und ist dann also in 16 Flugstunden bei uns und soll sich dann entsprechend 2 Wochen Zeit nehmen, mindestens, um dann Palau zu genießen. Danke Judith für die interessanten Neuigkeiten. Sehr gerne.